Oh Mann. Egal. Es war nicht so wichtig. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ins Stahlwerk da rein. Und das wird schon klappen. So, die habe ich erstmal die Waffen ausgeschaltet und jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wer noch eine hat. Der hat noch eine. Gut. So, packe ich mit denen mal. Ups. So, die Typen hier, die Polizisten, statt die mir helfen, ne, müssen sie selber noch Randale machen. So, der wollte die Waffe aufheben. So, den schalte ich mal aus. Das dürf, die dürften jetzt eigentlich keine allzu großen Probleme machen. So, den wieder ausschalten. Wunderbar. Den klopfen, den klopfen, den klopfen. Wie so ein gutes Schnitzel. So, ach, schon fertig. Sehr schön. Das war easy. Die waren ja nicht so schwer. Außerdem habe ich ja ihnen ja die Waffen abgeschaltet. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass man... Kann man es hören? Warte mal, ich mache mal gerade den Ton lauter. Ich hoffe, man hört es. Ich habe es jetzt eben nicht gehört, weil ich die Lautsprecher so ein bisschen leise hatte, aber das hat mit der Aufnahme nichts zu tun. Man kann ein Babyschreien hören auf jeden Fall und wenn man sich diesem Geschrei nähert, sieht man, dass da hinten ein Kinderwagen steht, einsam und verlassen. Nur dieses Babygeschrei ist da drinne und wir als besorgter Batman denken natürlich auch an die Babys dieser Stadt und fragen uns, was macht dieses Baby alleine in dieser dunklen, düsteren Gasse, wo wir, glaube ich, die große Klappe gefunden haben, die saß hier, und warum lässt jemand seinen Kinderwagen stehen, wo sein Baby drinne ist? Und das fragen wir uns. Wir wollen dieses Baby retten. Wir müssen ihm helfen. Wir sind Batman. Auch wenn es irgendwie nach einer Falle riecht, aber wir gehen mal hin. Hier ist nichts. Tja, da war nur eine Kassettenrekorder drinne und das war natürlich eine Falle. Auch hinter dem Kopfgeld her? Das ist nur ein Trostpreis, falls du den Test nicht bestehst. Test? Dafür habe ich keine Zeit. Irgendwo in New Gotham wird ein Unschuldiger sterben. Und wir wissen beide, dass du das nicht zulassen kannst. Die Frage ist also, kannst du ihn finden, Batman? Kannst du ihn retten? Tja, das ist die Frage. Finde den Unschuldigen. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch als nächstes, weil das ziemlich in der Nähe sein dürfte. Und das lege ich als aktuelles Missionsziel auch fest. Wir müssen natürlich die Unschuldigen retten. Koste es, was es wolle. Shivas erster Test. Okay. Und zwar ist, glaube ich, eh unser... Also wir müssten jetzt hier oben hin, aber wir gehen jetzt einfach mal hier unten hin. Wo ist es denn? Da ist es. Dann fliegen wir doch direkt mal hin mit dem Bat-Ring. Ich treffe das Ding nicht so. Kann man immer nur mit WASD irgendwie so ansteuern. Und der macht dabei immer so große Schwenker, dass man dieses kleine Ziel kaum trifft. Und ist das immer so schwer, diesen Punkt zu treffen. Aber wir haben ja den Batwing, da können wir schnell hinfliegen. Dann haben wir auch gleich den Unschuldigen gerettet. Wir können den Unschuldigen ja nicht da unschuldig stehen lassen, doof. Alle Einheiten, wir erhalten Meldungen über eine Ruhestörung. Position folgt. So, ich fliege einfach mal dahin. Das dürfte hier irgendwo in der Nähe sein. Das war, glaube ich, nicht sehr weit von dem Abflugpunkt, glaube ich. Irgendwo muss das... Hier ist es doch schon, hier sehe ich doch schon den Pfeil. Und da ist einer grün angelaufen. Ich glaube, der hat Informationen für uns. Hilfe! Helfen Sie mir! Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe! Ach, ich glaube, das war da unten. Ich glaube, den brauchen wir nicht unbedingt befragen. Wir können, glaube ich, gleich die Tür hier unten aufmachen. Hilfe! Helfen Sie mir! Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe! Kann ich hören, deshalb komme ich, ja? Also, er ist der Unschuldige, ein Polizist. Versuchen wir ihn mal zu befreien. Hier! Hier drüben! Brauche schließlich unsere Hilfe. Oh! Da hängt er ja gut. Oh, shit. Okay, den holen wir uns jetzt mal. Aber wir müssen aufpassen, wir müssen erst den Strom abschalten, sonst fällt er nämlich direkt ins Wasser und Wasser leitet ja sehr gut Strom, wie wir wissen. Schalte den Strom ab, der den Pool unter Spannung setzt. Sie haben mich angegriffen. Gefesselt. Ich will nicht sterben. Hier ist Blut auf dem Beckenrand.
Wir müssen den jetzt retten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Wir müssen da auf jeden Fall da hoch und da hoch. Ich weiß gar nicht, ob das egal ist, ob links oder rechts zuerst. Ich glaube, wir kommen da sogar... Kommen wir hier so rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Kommen wir hier so rein? Ja, hier kommen wir rein. Ach, du stirbst doch so schnell nicht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier irgendwie was kaputt machen. Zerstören, genau. Aber wenn es so einfach wäre, wäre es ja nicht einfach. Ich glaube, wir kriegen jetzt Besuch. Und genau, wir müssen jetzt... Alter, habe ich das nicht richtig getroffen? Scheiße. So, wir hätten... Da kommen jetzt nämlich gleich drei Typen und die sind ziemlich gut. Und da muss man mehr blocken als sonst was, weil die sofort... Die kann man kaum treffen. Und die hauen sofort zu. Alter, und jetzt hat man, glaube ich, ganz gut gesehen. So, es geht nur darum, dass ich die jetzt irgendwie kaputt haue und dass ich die Konter... Dinger treffe. So. Ich weiß nicht, ob ich die auch ausschalten kann. Das geht tatsächlich. Wenn ich mal 5 habe, dann geht das. Cool. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Jetzt kann ich mir die schnappen. Wunderbar. Dann geht's doch eigentlich. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Und dann ist die ja immer kein Problem, die letzte. So. Jetzt ist das aber irgendwie kaputt gegangen, sehe ich. Und jetzt müssen wir irgendwie... Wie kommen wir denn jetzt wieder hier raus? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir müssen, glaube ich... Wir kommen so jetzt nicht mehr raus. Wir müssen, glaube ich, mit dem Battering werfen. Mit einem ferngesteuerten. Da ist er doch. Hier ist irgendwie auf. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. War hier nicht irgendwo ein Knopf? Ach, da oben, warte mal. Nee, da oben ist das mit diesem Haken. Ich hau das Ding mal irgendwo gegen. Kann ich jetzt mit dem Haken? Ich glaube, da muss hier oben ja auch ein Haken sein. Tatsächlich. Dann geht das so. Dann ist das gar nicht mit dem Battering. Dann müssen wir das mit der Fernlenkkralle machen. Und dann spannen wir hier ein Seil rüber. Dann können wir uns da drüber hochziehen. Und das Ding ist nämlich immer noch unter Strom. Dafür ist, glaube ich, auf der anderen Seite noch was. Und das holen wir uns doch mal schnell. Retten Sie mich! Ja, ich rette dich. Hetzt mich nicht. Dann mache ich Fehler. So, wo ist das Ding? Ach, hier, direkt vor Kopf. Und ich glaube, jetzt passiert auf Wunder nochmal ein und dasselbe. Die Typen kommen nochmal an, die drei schönen, heißen Frauen, die mit ihren Stäben mich hauen wollen. So, jetzt habe ich auch schon mal 5, da kann ich die gleich ausschalten. Sehr schön. Ach, ups. Mist, jetzt waren die zu weit auseinander, und dass ich eine mir packen hätte können. Boah. Ui. Ach so, jetzt ist nur noch die eine da. Okay. Boah. Alter, der vermöbelt aber Frauen, das glaubst du ja gar nicht. Batman, Batman. Das ist aber nicht die feine englische Art. So, jetzt noch einmal. Aber was will man machen? Wenn Frauen einen angreifen und so wild sind, auf einen draufzuschlagen, dann muss man sich auch wehren. So, jetzt holen wir uns den jetzt nur noch. Da können wir jetzt einfach hier runterfallen, plumpsen, bupp. Und der hängt am Seil. Das dürfte eigentlich mit einem einfachen Battering kaputt zu machen sein. Eigentlich. Oder nicht. Oder ich kann das nicht von hier unten. So, springen wir ins Wasser. Ging das nicht hier? Ach so, ich muss nah ran. Treffe, Batman, treffen, muss gelernt sein. Warum, wie sieht er das nicht an? Jetzt. Hätte ich auch nicht von da hinten werfen können, ne? Mann. Bitte, tun Sie mir nichts. Wer hat Ihnen das angetan? Sie waren völlig verhüllt. Wie Ninjas. Es waren Ninjas. Shiva. Wer? Wo sind Sie jetzt? Ich weiß nicht. Mein Partner hat einen angeschossen und ist abgehauen. Sie haben mich gefesselt und sind ihm nach. Rufen Sie die Wache an. Die sollen einen Wagen für Sie schicken. Dann warten Sie irgendwo. Mach ich. Danke. Irgendwie, irgendwo, irgendwann scanne die Gegend nach Spuren. Dafür, ich glaube, das war sogar der Blutfleck. Der ist mir am ersten Mal gar nicht aufgefallen, aber beim zweiten Mal. Das habe ich ihn eben schon erwähnt. Boah, das war aber geschickt, was? So. Das sollte mich zu dem anderen Polizisten führen. So, das ist die angeschossene Frau. Und jetzt müssen wir nur nach der Spur folgen. Und dafür müssen wir das Blut hier verfolgen. Und das kennen wir schon, also ich kenne schon aus den anderen Teilen. Und da müssen wir jetzt einfach nur, die hat immer überall hingetroppt. Also so viel Blut, wie die verloren hatte, da dürfte sie schon hin sein. Obwohl wir, glaube ich, jetzt direkt tropfen sind, das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie die gelaufen ist. Und wo jetzt der Polizist ist und wo sie ist. Und der Ladebildschirm lässt uns warten. So. Wir müssen auch aufpassen, dass uns jetzt keiner angreift. Aber wir können rennen. Da sieht man die Punkte schon so ein bisschen auf dem Boden, kann man die schon sehen.
wie sie läuft. So, hier drüber ist sie gehüpft. Das konnte sie noch. Dann sind sie hier runtergerannt. Hier ist niemand, ne? Nein. Ich glaube, da kommt jetzt auch keiner mehr. Großartig, um die Spur jetzt zu blockieren. Obwohl, hier sind auch welche. So, da geht's immer weiter. Dann ist sie hier rum irgendwie über das Auto da hoch. Dann ist sie hier hoch. Ach, darüber. Dann ist sie... Boah, die hat er aber noch. Also die Schusswunde hat ihr nicht viel gemacht anscheinend. Dafür, dass sie getroppt hat wie irre. So. Die hätte zum Blutspenden noch laufen sollen vorher. Und das ist mal alles aufgefangen. So, warte mal. Jetzt geht's hier runter schon. Rasant abwärts. Ups. Und dann geht's hier weiter. Hier ist noch ein Blutstropfen. Da unten sehe ich doch schon die nächsten. So, weiter, weiter, weiter. Hier. Die ist auch nochmal über das Ding hier geklettert. Die hatte aber wirklich, die Verletzungen waren nicht allzu schlimm. Das ist schon eine Schusswunde, ja. Hier ist auch keiner. Super. Dann geht's hier weiter. Und da hinten sehe ich doch schon irgendwas. Ich glaube, das ist unser Ziel. Da führt doch die Blutspur hin. Da liegt doch irgendwer. Ich komme zu spät. Na, 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 Shiva. Netter Versuch. Aber nicht mit mir. Warum haben sie ihn getötet? Weil du es nicht getan hättest. Er war korrupt, ein Mörder. Aber darin liegt keine Gerechtigkeit. Was weißt du schon von Gerechtigkeit? Hinter Gittern oder davor, diese Leute ändern sich nie. Solange sie leben, bleibt Gotham verdorben. Das ist einfach falsch. Und ich dachte, du würdest mich verstehen. Dennoch, der Test muss weitergehen. Triff mich im Sheldon Park. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicke sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. So, konfrontiere Shiva. Achso, jetzt haben wir wieder ein Verbrechen im Gange. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Und der Polizist ist, der ist verstorben. Und hier liegt auch das Schwert. Aber ich glaube, das kann ich gar nicht mit aufheben, oder? Hier liegt ein Schwert von der, von dem Ninja-Vibe. So, jetzt können wir eigentlich, damit wir mal Shiva zum Ende bringen, das ist nämlich, glaube ich, hier nicht in der Nähe, warte mal. Ist das, was ist denn das? Pinguin Waffendepot, hier ist noch ein Waffendepot, wo ist denn Shiva, wo ist denn der Sheldon Park? Ich glaube, der ist hier drüben. Dann machen wir nämlich Shiva erstmal fertig, dann ist die, glaube ich, auch komplett fertig. Dann reisen wir da schnell nochmal hin, wir müssen eh wieder da hoch. Wir hätten jetzt eben noch das Waffendepot holen können, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich glaube, das war auch eben in der Nähe, ne, das Waffendepot und Anarchies Bombe. Aber das hat jetzt halt Bomben. So schnell nicht. Glaub ich. So. Und jetzt habe ich die gar nicht als Ziel markiert. Das hätte ich mal machen sollen, weil ich da jetzt gar nicht weiß. Jetzt hör auf! Alter, der immer mit seinem Kleidflug, der macht das, bis er mit dem Kopf auf den Boden knallt. So, die haben mich schon gesehen, aber das ist kein Problem. Da fliege ich jetzt gar nicht hin. So, die markiere ich mal. Alter, jetzt. So. Und das ist hier drüben. Da kann ich, glaube ich, hier durch. Das dürfte schneller gehen und, glaube ich, auch besser als der andere Weg. Und dann müssen wir jetzt nur, genau, hier hoch, da haben wir den Abkürzung. Sonst müssen wir um das ganze Gebäude rumfliegen. Und dann ist ja auch schon gleich Shiva irgendwo. Sheldon Park, da ist es doch schon. Zugehört, Leute. Heute Nacht ist eure Glücksnacht. Wegen Weihnachten und so hat der Boss entschieden, dass wir euch allen Geschenke machen. Er will nicht, dass irgendwer mit leeren Händen nach Hause geht. Also kommt und schnappt euch eine Knarre. Ihr habt mich gehört. Gratis Waffen für alle. Dank Oswald Chesterfield Cobblepot. Und das Beste an der Sache, wir wollen nichts dafür. Es so, also hier geht's darum, das ist jetzt leider gar kein Untertitel, alles, deshalb rede ich drüber, dass Cobblepot, also der Pinguin, jetzt hier frei für alle, die hier stehen, Waffen verteilt. Die zwei habe ich schon mal den Waffen ausgeschaltet, damit die dann mich jetzt nicht angreifen können, weil wir müssen hier rein durch die Tür. Und jetzt habe ich noch einen Erschütterungszünder und hier ist übrigens, den habe ich noch gar nicht richtig gezeigt, einer von diesen großen Typen, der so eine Sprechtüte in der Hand hat. Wie heißt denn das? Sprechtüte. Megafon. Sprechtüte. Und, überleg gerade, was habe ich denn noch für Spielzeug? Also, wir hätten Battering, wir könnten die aneinander fesseln. Ich glaube, der Erschütterungszünder tut's schon und ich werf den mal in die Menge. Und dann packe ich mir erstmal den hier. Geräuschloses Ausschalten brauchen wir nicht, den können wir direkt umsmashen. So, jetzt müssen wir uns die nur noch hier erstmal packen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die, weil der Große macht einige Probleme. Wenn wir die Kleinen erstmal haben. So.
Oh, Alter, guck dir mal den fetten Klops an. Ha, daneben. So. Der hält nämlich einiges aus. Und, ja, den packen wir uns auch noch. Super. Den. Alter, jetzt haut er zu. Jetzt muss ich mal gucken. Also der ist eigentlich nicht allzu schwer, weil die keine Waffen mehr haben. Ich weiß auch gar nicht. So. An dem kann man sich ganz gut aufladen mit den Fünfen. Dann kann man die ganz gut ausschalten. Ich weiß noch nicht, ob das immer funktioniert. So, dann packen wir uns den nächsten, nachdem wir uns an dem aufgeladen haben. So. Ah, jetzt haut der mich. Oh, scheiße, jetzt hat er mich gepackt. Komm schon, hau ihm auf die Fresse. Sehr schön. So, erstmal den hier wegsmashen, dann fällt er nämlich erstmal ganz kurz um, wenigstens. So, den packen wir uns, dann sind es jetzt schon weniger. Ups. So, jetzt hat er mich gepackt. Scheiße, schnell entkommen. Aua, hauen. So, jetzt sind es auch, glaube ich, nur noch der, oh, und der. Ich glaube, der wollte eine Waffe holen. So, kann ich mir den noch packen? Nein. Zu spät gemerkt. Okay, wieder aus dem Griff entkommen. Der knatscht stark. Guck mal. So, der kriegt aber auch aufs Maul jetzt. Mist, jetzt hat er mich fast. Solltet ihr mal aus dem Griff entkommen? So. Der ist auch weg. Oh, scheiße, der hat eine Waffe. Wunderbar, dann haben wir ihn jetzt auch, glaube ich, fertig. Ne? Wenn der Film kommt, dann geht das, glaube ich, so. Perfekt. Ja, hier sind alle hin. Knapp, aber wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir hier rein und uns auch noch Shiva stellen. So, Treffen mit Shiva ist hier drinne. Puh, und es wird nicht einfach, glaube ich.